Wenn ich nun über die Religion des Candomblé spreche, so tue ich das als Außenstehender, der mit der praktischen Ausübung des Candomblé nicht vertraut ist. Alles, was Sie hier hören, habe ich durch Lesen oder Gespräche mit Brasilianern erfahren. Ich spreche auch leider kein Portugiesisch, was das Ganze auch nicht gerade erleichtert. Ich war einmal in Brasilien und in zwei Terreiros und seitdem hat mich vor allem die Trommelmusik nicht mehr losgelassen. Im Laufe der Zeit hat mich nun auch immer mehr der religiöse Hintergrund des Candomblé zu interessieren begonnen. Vor allem auch wegen der sehr zu empfehlenden Percussion-Ausbildung bei Dudu Tucci in Berlin. Er hat immer wieder auch Candomblé-Rhythmen unterrichtet und immer sehr viel über die Religion und Geschichte Brasiliens in der Ausbildung erzählt. Einmal im Jahr bietet er in Berlin einen Workshop zu rituellen Rhythmen an. Leider gibt es meines Erachtens sehr wenig gute deutschsprachige Literatur zum Thema Candomblé und vor allem der Religion. Leider auch noch sehr wenig Bücher über die Musik. Ich finde das sehr schade, weil gerade das Erlernen der Gesänge und Rhythmen eine große musikalische Bereicherung darstellt. Mit diesem Beitrag versuche ich nun hier die wesentlichen Aspekte des Candomblé darzustellen. Wenn Sie gerne mehr wissen oder lernen wollen, kommen Sie doch gerne in einen meiner Workshops. Die Religion des Candomblé und die Verehrung der Orishas, das sind die Boten von Gott, hat ihren Ursprung vor allem in Westafrika und auch Ostafrika. Dort wurden viele der Orishas jedoch nur in Clans oder Städten verehrt. Jene, die vor allem in einem größeren Gebiet verehrt wurden, konnten sich auch in Brasilien etablieren. In den Terreiros, so werden die Tempels im Candomblé genannt, werden im Grunde immer Orishas aus allen Teilen Afrikas verehrt, da ja auch die Sklaven aus sehr unterschiedlichen Gegenden abstammten. Candomblé hat kein Interesse an Missionieren, ganz im Gegenteil. Anhänger des Candomblé mussten sich gerade in Brasilien jahrhundertelang verstecken oder durften nur im Rahmen katholischer Feste und öffentlichen Umzügen bzw. Feierlichkeiten unter dem Motto der Synkretisierung ihren Glauben ausüben. In manchen Teilen des Candomblé-Kultes gab es und gibt es christliche Anteile in der Verehrung der Orishas. Im Großen und Ganzen hat eine wirkliche Synkretisierung zwischen Christentum und Candomblé nie stattgefunden. Die Priesterinnen und Priester des Candomblé haben die Haltung, dass man sich zur Religion hingezogen fühlt und dementsprechend in eine Gemeinschaft aufgenommen werden kann. Candomblé ist eine sogenannte animistische Religion. Das bedeutet, dass aus Sicht der Mitglieder alles und jeder Teil der Welt beseelt ist und die transzendale Energie des Asche enthält und mit Respekt zu behandeln ist. Das bedeutet auch, dass die Natur mit Respekt behandelt werden muss, wie schon folgendes Zitat ausdrückt. Così ewe, così orisha. Ohne Blätter gibt es keine Orishas. Die Autorin Angela Lüning schreibt in ihrer Arbeit Die Musik im Candomblé na Coqueto folgendes. Eine der Grundfunktionen des Candomblé liegt in der Aufrechterhaltung des Kontaktes mit den Vorfahren, in Einbeziehung ihres Wissens und dem Respekt vor der Natur, deren lebendiger Ausdruck die Orishas sind. Man ist bemüht, ein Gleichgewicht zwischen den Orishas, Vorfahren, die in der Natur sichtbar sind, und den Menschen zu gestalten, indem man die Kräfte tauscht und ausbalanciert. In der Trance verkörpern sich die Orishas in den Initiierten, die so an der Welt der Vorfahren teilhaben können. Die direkte Verbindung eines Menschen mit seinem Orisha hat Folgen für das Zusammenleben in der Gemeinschaft und das individuelle Leben. Dazu gibt es im Wesentlichen drei große Nationen, sogenannten Nassaus. Damit sind spirituelle Richtungen der Religionen gemeint, die sich im Laufe der Geschichte in sogenannten Terreiros,
das sind Häuser oder auch Tempel, zusammengeschlossen haben. Ketu Nago, Name der Sheshe für die Yoruba. Manchmal werden sie auch als Nago bezeichnet. Diesen Namen gaben ursprünglich die Sheshe den Yoruba. Damit sind die Völker der Yoruba gemeint, deren Gesänge und Musik aus den Gegenden von Nigeria wie Oyo, Egbado, Ishesha, Ifun und Ketu kommen. Der Candomblé mit diesen Ursprüngen wird Nassau Ketu genannt. Die Gesänge werden in Yoruba gesungen, die Rhythmen werden bis auf wenige Ausnahmen mit Sticks auf den Adabakis und Hand und Sticks gespielt auf der Hun. Mit Ketu werden Stämme aus dem heutigen Nigeria und Benin bezeichnet. Dazu gehören Anagono, Egba, Tapa, Egbado, Ishesha. Ketu ist auch eine Stadt an der ehemaligen Grenze zum Königreich Dahomey und lag damals im Königreich Oyo. Der Orisha Shango war König von Oyo. Man bezeichnet ihn auch als vierten Alaafin, König des Königreiches Oyo. Eine weitere Nassau ist die von Angola oder Kongo. Damit sind die zentralafrikanischen Völker gemeint, die im Wesentlichen Bantu sprechen. Ihre Rhythmen werden in Bantu-Sprachen gesungen, die Trommeln nur mit Händen gespielt. Diese Rhythmen sind in ihrer Struktur die Basis des heutigen Sambas und in ganz Brasilien verbreitet, da die bantusprachigen Sklaven sehr belastbar waren, praktisch in allen Klimazonen arbeiten konnten und so überall in Brasilien verschleppt und verkauft wurden. Eine andere Nassau ist die der Sheshe. Dies ist ein Wort in Yoruba und bedeutet die Fremden. Damit sind die Völker des ehemaligen Königreiches Dahomey gemeint, die ebenso starken Einfluss in Candomblé durch ihre Musik und Gesänge hatten. Das Königreich Dahomey erstreckte sich über die heutigen Staaten Ghana, Benin und Togo. Dazu wurden Stämme wie Fon, Ewe, Mina, Mae und Saralu gezählt. Es gibt mittlerweile nur mal wenige reine Candomblés der Sheshe. Jede dieser Nassaus hat ihre eigene Liturgie, eigene Häuser, ihre eigenen Gesänge, die Orikis genannt werden, ihre eigenen Rhythmen, ihre eigenen Speisen, sie verehren auch unterschiedliche Orishas. Aber auch jeder Terero hat seine eigene Art, die Rituale zu vollziehen und auch seine eigenen Lieder und eigene Art zu tanzen. Die Rhythmen werden in den Tereros ebenso auf verschiedene Arten gespielt und richten sich vor allem auch nach den Fertigkeiten der Spieler und dem musikalischen Leiter, der Alabe genannt wird. Zu den wichtigsten Tereros in Salvador de Bahia zählen von der Nassau Ketu, Casablanca, eine der ältesten Tereros bzw. Cantores und Opo Afonia. Von der Nassau Sheshe, Sheshe Bugum und Roja de Aventura. Von der Nassau Angola, Tumba Junkara und Angola Kongo. Durch den direkten Kontakt und Handel Salvador de Bahias mit Westafrika und deren Königreiche während und nach der Sklavenzeit konnten ehemalige Sklaven wieder zurück nach Afrika auswandern und lernten dort die Kultur eines Babalawo, eines Hohenpriesters, kennen, brachten dann dieses Wissen wieder nach Brasilien zurück und gründeten auch eigene Tereros. Um zu überleben, handelten sie auch mit Kultgegenständen aus Afrika. Nun zu einer wesentlichen Frage. Was sind eigentlich Orishas? Orishas sind Mittler zwischen dem Jenseits und dem Diesseits. Sie wurden von Olodumare, das ist der Gott, erschaffen und leben in der Welt Urun. Sie steigen von der Welt Urun in die diesseitige Welt Aie herab und manifestieren sich zum Beispiel in den Tänzern, die dabei in Trance fallen. Die Orishas vermitteln zwischen Olodumare und den Menschen, da sie keinen direkten Kontakt zu Gott haben können, und sie kümmern sich um unsere Welt. Orishas können sozusagen auch als Minister von Olodumare bezeichnet werden. Es handelt sich daher in dieser Religion um einen Eingottglauben. Dieser Umstand spielte auch wahrscheinlich eine wesentliche Rolle in den Synkretisierungsversuchen der katholischen Kirche, die ja ebenso einen Gott verehrt, wo es jedoch viele Heilige gibt, die verehrt werden. Die Heiligen wurden dann aufgrund ihrer Eigenschaften von den Sklaven bestimmten Orishas gleichgesetzt. Vielfach wurden und werden die katholischen Heiligen nicht wirklich verehrt,
sondern die darunterliegenden Orishas. Murat Suarez, der einzige Babal Orisha, der einen Terrero in Berlin gründete und leitet, Babal Orisha ist der spirituelle Leiter eines Terreros, gibt an, dass Orishas Energieformen sind. Sie sind in allen Elementen der Erde enthalten, im Wind, Feuer, Erde, Luft und in den Pflanzen. Der Begriff Orisha setzt sich wahrscheinlich aus zwei Wörtern zusammen. Uri, dem Yoruba-Wort für Kopf, und Ashe, der heiligen transzendalen Energie. So kann der Name Orisha als Energie des Kopfes gedeutet werden. Der Kopf spielt besonders in der Initiation der Mitglieder des Candomblé eine große Rolle. Jeder Orisha hat in den Terreros einen eigenen Platz oder ein Haus, wo nur er verehrt und spezielle Rituale durchgeführt werden. Es gibt Orishas, die bei der Entstehung der Erde mitgewirkt haben, hier zum Beispiel Oshala, Ogun, Eshu, Orishas, die als Menschen auf der Erde gelebt haben und dann zu Göttern wurden, wie zum Beispiel Shango, der König des Königreiches Oyo in Nigeria war. Es gibt Orishas, die mit Naturphänomenen assoziiert werden. Dazu gehören zum Beispiel Yemansha, das ist die Göttin des Flusses Ogun, Oya oder Inyayansa, das ist die Göttin der Winde und Unwetter. Ein Orisha muss also eines oder mehrere Wesensarten, die oben beschrieben sind, enthalten. Das Wesen der Orishas entspricht auch dem Wesen des Menschen. Es gibt zum Beispiel die kräftige Männlichkeit Shangos oder die elegante, konkrete Weiblichkeit von Oshun, die entfesselnde Sinnlichkeit von Yansa, die gutmütige Ruhe von Nanaboruku, die Lebendigkeit und Unabhängigkeit von Oshosi oder den Wunsch nach Masochismus und Sühne von Omulu. Orishas können sich auch in verschiedenen Eigenschaften manifestieren, die man dann Qualitäten oder Aspekte nennt. Ursprünglich waren diese in Afrika zum Beispiel oft Orishas und deren Kinder, die dann in Brasilien über die Jahrhunderte zu Qualitäten verschmolzen. Oder es handelte sich um einen Orisha, der in verschiedenen Städten unterschiedlich beschrieben und verehrt wurde. Das bedeutet, dass prägnante Eigenschaften von Menschen durch das Vorhandensein der Orishas in ihnen repräsentiert wird. Dies zeigt sich sozusagen auf fünf Ebenen, nämlich den physischen Merkmalen und Erscheinungsformen wie Gesundheit, Geburtsfehler, Schönheit, Lebendigkeit, auf der Ebene der Sexualität mit Potenz, Fruchtbarkeit, auf der Ebene der psychischen Erscheinung wie Eitelkeit, Impulsivität, Großzügigkeit, Egoismus, Falschheit, nach dem sozialen Verhalten, zum Beispiel Aggression. Und natürlich kommt noch dazu in Brasilien, dass sich auch eine Synkretisierung mit den katholischen Heiligen ergeben hat und diese Heiligen manchmal ähnliche Eigenschaften wie die Orishas hatten und so ihre Namen übernommen haben.